welche Tochter gar nicht im Rampenlicht stehen will und welche Szenen rausgeschnitten werden. Robert und Carmen verraten, was bei Die Geissens hinter den Kulissen passiert. Seit 2011 begeistert die Reality-TV-Doku rund um die Millionärsfamilie jetzt schon die Zuschauer. Gerade läuft schon Staffel 20 an. Hier können ihre Fans die Superreichen und ihre Töchter Davina und Shania bei ihren luxuriösen Reisen beobachten. Aber was geht eigentlich hinter den Kameras ab? Im Promi-Flash-Interview verraten Robert und Carmen jetzt, was die Zuschauer im TV nicht sehen. Eine Frage, die sich Fans bestimmt schon oft stellen. Haben die Mädels auch mal keine Lust auf das ständige Drehen? Ja, logisch haben sie Tage dabei, wo sie sagen, wir haben keinen Bock. Insbesondere dann, wenn es nach Übersee geht, es eine Zeitdifferenz gibt und man dann morgens früh aufstehen muss. Das ist ganz normal, wie bei allen Jugendlichen. Vor 9 oder 10 Uhr aufstehen geht gar nicht. In der Vergangenheit waren das ja auch zum Großteil ihre Ferien, die wir verwendet haben, um mit den Kindern im Ausland zu drehen. Weil auch die waren schulpflichtig. Davina bis letztes Jahr und Shania bis nächstes Jahr noch. Aber auch wenn ihre Töchter manchmal keinen Bock haben, sie nehmen es durchaus ernst. Unsere Kinder wissen natürlich auch, von nichts kommt nichts. Ohne Knete keine Fete. Da müssen sie natürlich auch durch. Das ist für sie wie ein Job und dann ist das halt so. Das ist wie bei den Leuten auf Instagram. Die müssen jeden Tag auf ihrem Kanal arbeiten. Der YouTuber muss jeden Tag auf seinem Kanal arbeiten, ansonsten funktioniert er nicht. Das ist das, was die Kinder mittlerweile verstehen. Sie sind jetzt in dem Alter, in dem sie merken, dass es das ist, womit sie in Zukunft unter Umständen ihr Geld verdienen. Aber ist es das, was Davina und Shania wollen? Ihr Leben lang vor der Kamera stehen? Shania liebt das, das ist ja ihr Leben. Für sie ist das auch keine Arbeit. Davina ist da ein bisschen anders gestrickt. Die möchte gar nicht bekannt sein. Sie ist jetzt nicht gerne diejenige, die sich in den Vordergrund stellt oder die gerne ihr Leben zeigen möchte. Sie ist einfach schüchterner. Und was passiert, wenn sie doch mal aufhören wollen? Hätten Carmen und Robert was dagegen? Wir lassen es den Kindern offen. Die müssen das nicht machen, wenn sie das nicht wollen. Die können auch einen anderen Beruf ausüben. Jeder kann auch ein anderes Geschäft machen, was er will. Davina macht mittlerweile erfolgreich ihre Textilien. Shania widmet sich der Kunst. Da muss man sehen, was passiert. Wir fördern alles, was die Kinder am Ende des Tages wollen. Aber zurück zur Show. Wie viel haben Carmen und Robert hier eigentlich zu sagen? Dürfen sie beispielsweise entscheiden, ob unangenehme Streitszenen im TV gezeigt werden? Die Luxuslady verrät. Da passieren dann natürlich auch mal Zwiespältigkeiten, dass man streitet. Aber das lassen wir in der Regel. Ich sitze ja im Schnitt normalerweise. Also gebe ich schon das frei, was ich freigeben möchte. Aber dabei haben sie nicht etwa ihr Image im Hinterkopf, sondern die Fans. Robert ergänzt, wir machen es so, damit der Zuschauer nicht überanstrengt ist, weil der möchte sich 2 Stunden entspannen und sich nicht selbst aufregen. Und der will nicht schreiende Eltern oder schreiende Kinder haben, das muss man schon einigermaßen dosieren. Ich bin auch kein Fan davon, was zum Beispiel die Kardashians machen, dieses in einer Tour zanken. Robert und Carm wissen, was ihre Fans sehen wollen. Wohl auch deshalb ist ihre Show immer noch so erfolgreich.